Herzlich willkommen bei den Quicksilver German Champs 2009 hier in Mimizan. Eigentlich wollten wir mit den Meisterschaften hier in Frankreich den Sommer nach Deutschland zurückholen. Das hat jetzt leider nicht so richtig geklappt. Eine steife Brise weht hier seit den frühen Morgenstunden und es pisst. Aber ihr seht hinter mir am Horizont reißt schon auf und auch El Presidente ist guter Stimmung, dass hier eine actionreiche Surfwoche auf uns wartet. Schon. Jan hat die QWC in diesem Jahr hauptsächlich organisiert und geplant. Jan, was kommt denn auf die Zuschauer zu in dieser Woche? Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Woche. Wir haben jetzt noch knapp 7 Tage Zeit, die deutschen Meisterschaften zu Ende zu surfen, die Quicksilver German Championships 2009. Wir haben knapp 200 Starter aus ganz Deutschland. Die Sonne scheint mittlerweile auch ein bisschen. Bombenwellenvorhersage, knapp 2 Meter, leichter Offshore. Das sollte für reichlich Action sorgen. Ja, und Action, die gibt's hier jetzt auch zu sehen. Seid live dabei, wenn die Junioren und die Frauen ins Wasser gehen. Ganz okay. Gary und ich, wir kennen uns ja schon seit wir klein sind. Und wir surfen schon ewig zusammen. Und es wäre natürlich super, wenn ich irgendwann mal gegen ihn gewinnen könnte. Aber er hat schon einiges drauf, also schwierig. Die Bedingungen sind ja relativ mau gerade, ne? Was konntest du denn trotzdem zeigen? Ziemlich wenig. Was denn? Also ich habe dich relativ oft gesehen im Gegensatz zu den anderen. Was kannst du ein bisschen beschreiben, was du so machen konntest? Ich habe halt versucht, irgendwie die ganze Zeit zu surfen, also nicht irgendwie sitzen zu bleiben und zu warten, sondern immer zu schauen, wo Wellen kommen. Und es hat ganz gut geklappt, also ich war immer irgendwo anders als die anderen, musste mich deswegen auch nicht irgendwie mit denen rumstreiten, die Wellen. Von dem her war es recht easy. Spannender Wettkampftag geht gerade zu Ende. Nach anfänglichem Frust wegen relativ viel Regen und schlechten Wellenbedingungen sind alle gut drauf und genießen die letzten Sonnenstrahlen hier in Mimizan. Morgen könnt ihr auch wieder live dabei sein beim zweiten Wettkampftag der QWC 2009 hier in Mimizan in Frankreich.